Hallo YouTube, oder besser gesagt, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4. Baller ich doch mal gleich noch ein neues Video raus, habe ich mir mal gedacht. So, ja. Erstmal schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich freue mich natürlich riesig. Im Hintergrund wieder meine Küche hier, unaufgeräumt. Und ja, ich habe natürlich wieder ein Video vorbereitet, was ein YouTuber genau verdient. Ihr wisst, wer mich länger verfolgt hat, der hat diese Videos teilweise mehrmals gesehen. Ich habe die Videos mehrmals auch hochgeladen, wie das ist mit dem YouTube. Aber ich erzähle euch heute, wie es wirklich ist mit YouTube. Ich habe auch YouTube Money verdient, aber das war eher ein Experiment sozusagen. Ein Experiment, um zu wissen, was diese deutschen YouTuber wirklich verdienen. Und ich sage es euch jetzt mal knallhart. Mein Kanal würde ausreichen, um zwischen 400 und 700 Euro zu verdienen im Jahr. So, das ist mein Kanal. Bei, natürlich, wenn jemand, zum Beispiel, nehmen wir mal ein Kronk, das ist ein sehr großer YouTuber, ich schaue diesen YouTuber ebenfalls nicht. Nicht, weil ich ihn jetzt hasse oder so, nee, weil ich es einfach nicht anschaue. Ich gucke mir lieber eine Doku über Dinosaurier an, so, über, Triceratops, dieses Herdenverhalten und so. Das schaue ich an. Aber jetzt ein Gronkh nicht, da könnte ich, nee. Auf jeden Fall, so ein Gronkh, der verdient auch seine 15.000 Euro. Das sind natürlich Zahlen, die im Monat Euro, die sich manche gar nicht so vorstellen können. 15.000 Euro, er hat auch noch eine Firma. 25.000 Euro verdienen die. Aber machen wir es einfach mal realistischer. Es gibt viele YouTuber, die haben ja 200.000 Abonnenten. Wenn die jeden Tag ein Video rausballern, was so zwischen 50.000 und 80.000 Klicks hat, dann haben die Sponsoren, dann haben die Amazon-Links. Dann kommen wir auf Summen zwischen 3.000 und 7.000 Euro im Monat netto. Da kommen noch ein bisschen Steuern dazu. Dann kommen wir immer noch so auf 4.000 Euro im Durchschnitt. Bei 200.000 Abonnenten und jemand, der regelmäßig Videos macht. So sieht das eigentlich aus. So, ich denke, ich habe eigentlich alles erzählt, was man erzählen kann. Und will eigentlich auch nicht näher darauf eingehen. Das war jetzt nur so ein kurzes Video, was ein YouTuber verdient. Ne? Pro 1.000 Klicks kann man zwischen 10 Cent rechnen. Und natürlich je nach guter Werbung, größere YouTuber haben teurere Werbung, bis zu 4 oder 5 Euro. Das ist alles möglich. So. Wenn ich das jetzt gesagt hätte und ich hätte meine Videos monetarisiert, hätten die meinen Kanal entweder gelöscht oder ich wäre aus dem Partnerprogramm geschmissen worden. So sieht das aus hier. Man darf nicht drüber reden. So. Ja. Aber ich rede drüber. Genau. Und ja, so sieht das eigentlich aus. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Ist ja auch spät am Abend. Ja. Wie steht ihr zu YouTube und zu dieser Werbung? Ich finde die Werbung nicht gut. Ich finde sie wirklich nicht gut. Und deshalb biete ich euch ja auch werbefreie Videos. Bei mir gibt es null Werbung. Null Werbung. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn ich 10.000 Abonnenten habe. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn ich 100.000 Abonnenten habe. Da wird sich nichts ändern. Und mein Format wird sich auch nicht ändern. Ich werde auch nicht irgendwie mit anderen YouTubern kooperieren. Ich werde auch nicht mit irgendwas mit Dagi B anfangen. Oder ich werde nicht plötzlich hier irgendwas mit diesem Leon-Dingsbums da anfangen. Oder wie die ganzen Typen heißen. Ne? Ich muss mich natürlich mit dem YouTuber verstehen. Und das kann ich mit den großen YouTubern, denke ich mal, nicht. Sondern das müssten dann schon ganz kleine YouTuber sein. Und ja, das ist halt so das Ding hier. Ne? Ich kann auch jetzt nicht jede Woche ein Abonnententreffen machen. Oder Gewinnspiele ausballern. Ich habe nicht das Geld dazu. Ich habe wirklich nicht das Geld. Jetzt sagen manche, ich mach doch Werbung. Nein, da fängt das Problem wieder an. Ne? Naja, ist auch egal. Ich weiß, dass ich coole Abonnenten habe und ich bin stolz auf jeden,
dieser 2500 Abonnenten. Hört sich krass an, aber ich gucke da eigentlich nicht drauf auf die Abonnentenzahl, weil das ja nur eine Zahl ist, ne? Ne? So, haut auf jeden Fall rein. Wir sehen uns im nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall pennen, würde ich sagen. Oder ich mache noch mal ein Video. Muss ich schauen. Mal die PS4 anmachen. Mal gucken, ob da eine neue Nachricht ist. Und könnt mich gerne adden auf der PS4. Ich heiße dort YouTube Gamescom. Alles in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Auto Gamescom auf der PlayStation 4. Und ciao. Vielleicht sehen wir uns ja mal real life irgendwo auf der Straße oder so. Keine Ahnung. Ja, ciao.